Temple Run erschien am 4. August 2011 und ist momentan Platz 27 in iTunes. Pyramid Run erschien am 4.6.2012 und ist momentan Platz 1 in iTunes. In Temple Run wirst du am Anfang von Affen verfolgt. Diese willst du abhängen, deshalb rennst du vor ihnen weg. Du musst dabei über Baumwurzeln hüpfen, über Schluchten hüpfen, über feuerspeiende Tiere hüpfen, unter riesigen Bäumen hindurchschlittern und am Ende ist es dein Ziel, so viele Münzen wie möglich zu sammeln. Pyramid Run. Es ist eigentlich genau das gleiche Spiel wie Temple Run, nur dass man von Zombies verfolgt wird und dass das Ganze in einer Pyramide stattfindet. Es ist total scheiße und ruckelt nur. Das ist nicht nur mir aufgefallen, sondern auch sehr vielen Leuten, die Bewertungen geschrieben haben. Es ist eigentlich nur eine total billige Nachmache von Temple Run und es hat nicht Platz 1 in iTunes verdient. Es gehört gelöscht. Es hat 2 Sterne. Und das ist echt mies für ein Platz 1 App. Counter-Strike ist der einzige App, den ich je gesehen habe, der eine schlechtere Bewertung hat. Pyramid Run ist auf Platz 1 der meistgeladenen Apps im App Store und hat nur 2 Sterne. Und das waren nur 31 Bewertungen. Dieses Video stellte nur meine eigene Meinung zu diesem Thema dar. Es wurde natürlich total unparteiisch aufgenommen. Und deshalb frage ich euch, wie findet ihr Temple Run bzw. Pyramid Run? Schreibt es doch unten in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.